Center of Excellence ist ein gutes Stichwort, um mit diesem Video anzufangen, denn ist das denn so exzellent, was hier kommt aus diesem Center of Excellence? Wir beschäftigen uns mit dem Mercedes EQB und stellen hauptsächlich die Frage, welche Entwicklung Mercedes jetzt nun gemacht hat, nachdem so alle deutschen Hersteller aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen scheinen. Der EQC war so der Auftakt. Das erste so wirklich taugliche Elektroauto, hatte aber mit sehr schlechten Verkaufszahlen zu kämpfen, weil halt der Audi e-tron da war, der bessere Ladeleistung hatte, ein Luftfahrwerk, größeren Akku, effizienter. Naja, und jetzt stellt sich die Frage, jetzt wo noch mehr Konkurrenz auf dem Markt ist, wie sich eigentlich so ein Auto wie der EQB schlägt. Wer soll den eigentlich kaufen? Wie viel kostet der? Was macht er so eigentlich im Vergleich zur Konkurrenz, die ja jetzt wie gesagt da ist? Welche diese Konkurrenz da ist, werden wir auch analysieren und wir gucken uns an, ob ein Mercedes immer noch ein Mercedes ist und genau diese Klassifizierung im Gegensatz zu den anderen bietet, also seinen Aufpreis wert ist. Wir haben also einiges vor. Herzlich willkommen bei Carmaniac. Ich finde es toll, dass ihr mit dabei seid. Der Online-Shop-Countdown läuft noch ein paar Tage und dann ist es soweit. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und dann legen wir los. Herzlich willkommen bei Carmaniac. Beschäftigen wir uns doch jetzt mal mit dem Konkurrenzumfeld und Preis. Das ist doch das Wichtigste für die meisten. Was hat er denn für Konkurrenten? Also einmal hat er den Skoda Enyaq, den VW ID.4, den Q4 e-tron und das Tesla Model Y natürlich auch noch. Ja, also alles Fahrzeuge, die gekauft werden, weil Platz für die Familie benötigt wird. Denn bräuchte man die nicht, oder diesen Platz, dann würde man ja kleinere Fahrzeuge kaufen, ja, Coupé-Varianten oder sowas. Jetzt muss man eines vorwegnehmen, diese Fahrzeuge, die ich genannt habe, basieren ja alle sehr viel auf der VAG, also Volkswagen, der Enyaq, der Volkswagen selbst und natürlich auch der Audi. Und deswegen haben sie auch gleich große Akkus, 77 Kilowattstunden nutzbar. Das Tesla Model Y ja letzten Endes auch. Der hier, und das ist nicht so ganz verständlich für mich, hat einen doch merklich kleineren Akku mit 66,5 Kilowattstunden. Sind das ja, knappe 11 Kilowattstunden weniger und auf der Autobahn, wenn man beide gleich fährt und vorausgesetzt, der würde genauso viel verbrauchen wie die anderen, wären das 50 Autobahnkilometer und das ist schon nicht zu unterschlagen, diese Information. Und dann kommt natürlich noch der Preis. Gut, wer dieses Video guckt, der sollte nicht überrascht sein, dass ein Mercedes teurer ist als ein Skoda, ein VW oder meinetwegen auch ein Audi. Der liegt bei... Also der Preis ist noch nicht kommuniziert, aber man kann sich so ungefähr an 58.500 Euro orientieren, weil der EQA mit dieser Motorisierung ja 56.200 Euro kostet. Also ungefähr so 2.500 Euro Unterschied zum EQA. Das ist aber der große. Das ist ja, wie ihr gerade gesehen habt, der EQB 350. Es gibt ihn ja dann auch nochmal als kleinere Variante, als 300er. Der hat auch zwei Motoren, hat aber weniger Power. In diesem Fall sind das 215 kW, also 292 PS. Der kleinere hat 168 kW, also rein rechnerisch so 234, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 228, irgendwie sowas um den Dreh. Ist also ein bisschen schwächer. Ist ganz ähnlich wie bei VW und Co., die da auch halt solche Abstufungen haben. Allerdings nicht als Fronttriebler. Das ist etwas, das ich sogar begrüße, weil ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock, automatisch über 50.000 Euro oder 45.000 Euro auszugeben und dann einen Frontantrieb zu haben. Das hat man hier nicht. Bei der Konkurrenz wiederum, wenn man keinen Allrad nimmt, hat man Heck. Hier ist es Front. Beim EQA, bei dem kleinen, beim 250er. So. Wir haben eine relativ interessante Aufteilung. Wir haben hinten einen PSM-Motor, also Permanentmagnet, und vorne einen ASM, also eine Asynchronmaschine. Die sind dann so für die Effizienz aufeinander abgestimmt, dass immer damit gefahren wird, was halt effizienter ist, um da nicht permanent den Allradantrieb zu nutzen. In WLTP-Kilometern sind das knappe 419 WLTP-Kilometer. 490 sind es zum Beispiel oder 500 beim ID.4 GTX. Also da merkt man den Akkugrößenunterschied. Im Verbrauch sind die, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Und man muss sich natürlich noch die Frage stellen bei diesem Auto, ist es vielleicht sinnvoller, so einen zu kaufen, wenn man wirklich Mercedes will, als jetzt einen EQC? Der ist ja jetzt doch in die Jahre gekommen. Und da sind so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das war schon von Anfang an nicht so perfekt, wie zum Beispiel der 7,2 kW Typ 2 Lader oder die nur 110 kW über Gleichstrom. Da hat sich Mercedes so ein bisschen verpokert und halt einfach nicht den e-tron als Konkurrenten gut im Blick gehabt. Hier sind wir bei CCS, natürlich dem europäischen Standard, 100 kW Ladeleistung, ja, in der Peak. Wir fahren noch mal an die Ladesäule, da erzähle ich euch noch mal was übers Laden, über Typ 2.
Also das hier ist Gleichstrom komplett, also Schnellladen. Das hier ist nur langsames Laden, also an der städtischen Ladesäule oder an der Wallbox. Ich würde zum Beispiel anschließen an meiner Envision Digital, das ist meine Wallbox. Wenn ihr euch für welche interessiert und da reinschnuppern wollt, guckt unten in der Beschreibungsbox, da verlinke ich euch meine Envision Digital Wallbox. Da kann er 11 kW, also schon mal serienmäßig so, wie das halt einfach sein muss. Oder mit einem Juice Booster zum Beispiel, da kommen wir auch direkt schon zum Kofferraum. Das ist eine mobile Ladelösung, die ihr überall mitnehmen könnt, um dann dort zu laden. Hier ist die Packung davon. Ich verlinke euch das auch unten in der Beschreibungsbox, da kriegt ihr über mich nämlich einen Discount. Warum ist denn der so leicht? Aha, der ist leicht, weil wir da hinten meinen Übergangswagen, den Ioniq, angeschlossen haben. Und das können wir auch mal ganz schnell zeigen, was das dann halt bedeutet. Also 11 kW könnt ihr dann halt über Typ 2 an einer städtischen Ladesäule laden oder an einer solchen Wallbox wie hier bei Mercedes. Hier habe ich zum Beispiel den Juice Booster angeschlossen, weil ich mein Typ 2 Kabel jetzt momentan immer vergesse mitzunehmen, weil das Auto neu ist. So, könnt ihr einfach hier hinknallen und dann halt einfach überall laden, damit wetterfest, wasserfest und sogar bis 3 Tonnen überfahrbar. Also, das hat dann Mercedes schon gut kapiert, aber 11 kW Ladeleistung ist ja heutzutage eigentlich eine Voraussetzung. Und weil der Kofferraum schon so schön offen ist, gucken wir uns den mal an. Und da ist es so, wir haben hier einen der wenigen 7-Sitzer im Elektrobereich. Das Tesla Model Y bietet dieses Feature oder das Tesla Model X, aber halt eben andere Fahrzeuge nicht so wirklich. Viele suchen genau danach, wegen Kindern und sowas. Da muss man aber eines dazu sagen, wer einen 7-Sitzer nimmt, ja, der muss mit einem extrem kleinen Kofferraum rechnen. Lassen wir mal die Literei. Ich weiß das jetzt nicht in Litern, ich weiß aber, dass das enorm wenig Platz ist. Also was kriegt man hier so rein? Das. Und dann könnt ihr den Kofferraum zumachen und dann ist Schicht im Schacht. Also zu siebt irgendwo hinfahren in den Urlaub geht halt nicht, weil ihr keinen Gepäckraum habt. Außer ihr nutzt einen Dachgepäckträger, 75 Kilo Dachlast, ja. Aber mehr wird dann auch leider nicht raus. Also tendenziell ist das eher so für die Not, so zum Beispiel Kindergeburtstag, dass man sagt, okay, wir holen die Kinder ab, wir haben hier einen 7-Sitzer, dann sitzen die Kiddies drin, höchstens ein paar Turnbeutel oder Brotzeitboxen, aber mehr passt hier dann hinten einfach nicht rein. Ich kann euch jetzt mal eine Einblende zeigen, wenn ihr wissen wollt, wie das eigentlich mit Kindersitzen aussieht. Wir haben hier überall Kindersitze drin, vorne rechts, in der zweiten und auch in der dritten Sitzreihe. Und Mercedes hat das hier jetzt aus Demozwecken hingemacht, damit man sieht, wie viele Kindersitze eigentlich reinpassen. Wir haben 4 Isofix-Punkte, also in der zweiten und auch in der dritten Sitzreihe. Allerdings vorne rechts keinen. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, so von der Verteilung her, dann fällt direkt auf, naja, also wenn man die Sitze so platziert, dann müsste das Kind wahrscheinlich irgendwie extrem kurze Beine haben, weil ganz speziell hinter dem Fahrer zum Beispiel, ich als Vater weiß, die Beine hängen halt raus. Allerspätestens bei einem 7 Monate alten Kind hängen die raus. Und das geht jetzt gerade so auf mit dem Vordersitz und den Beinen. Also die Beine könnten hier eigentlich nirgendwo sein. Das Kind muss immer wie ein Frosch so quasi die Beine anziehen, damit sie nicht durch die umgekehrte Sitzweise im Sitz hängen bleiben. Selbiges gilt dann natürlich auch für den Sitz hinter dem Beifahrer. Das ist ein Sitz für ein größeres Kind. Und da bin ich halt auch ein bisschen skeptisch, ob da jetzt zum Beispiel meine Tochter ist 1,19 Meter groß, sie ist 5 Jahre alt. Hinten in der dritten Sitzreihe wird es auch etwas enger. Also da würde ich zum Beispiel meine Tochter oder gleich große 4-5-Jährige auch nicht reinsetzen können, weil halt einfach zu wenig Platz ist tatsächlich. Und 1,65 Meter ist ja auch nur die zulässige Größe für da hinten. Falls also was passiert, ein Unfall, habt ihr Stress mit der Versicherung, wenn da jemand gesessen hat, der größer ist als 1,65 Meter. Ich aber habe da tatsächlich reingepasst. Bei der Weltpremiere habe ich euch das gezeigt. Ich war doch sehr überrascht, dass ich mit meinem Volumen auch und meiner Größe da hinten in die dritte Sitzreihe reingepasst habe. Also notfalls geht, aber zugelassen ist das eigentlich nicht. Wenn wir dann diese dritte Sitzreihe nicht mehr brauchen, dann ziehen wir hier an diesen Hebel oder an diesen Schlaufen die Klappen ab, rasten ein und dann haben wir diesen Kofferraum. Das ist auch nicht der größte der Welt. Das sind 465 Liter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann es aber gerne noch mal einblenden, wenn ich jetzt eine falsche Zahl genannt habe. Und das ist natürlich doch schon kleiner als bei der Konkurrenz. Also kleinerer Akku, kleinerer Kofferraum, weniger Reichweite, höherer Preis. Wie viel höher? Vergleichen wir das mit dem ID.4 GTX. Müssen wir ja, damit wir einfach auch eine Power-Äquivalenz haben, haben wir hier halt eben die 215 kW und der ID.4 GTX hat sogar 220 kW, also ein paar PS mehr und der liegt dann bei 50.000 Euro. Also es gibt einen Unterschied von 8.500 Euro in der Bepreisung. Das ist schon deutlich, aber es ist halt ein Mercedes. Innen werden wir dann noch gucken und auch beim Fahren, ob man diesen Unterschied noch spürt. Denn bisher war es ja schon immer so, dass Mercedes teurer sind als diese Marken, wie gesagt. Aber
Es gab auch Menschen, die das gekauft haben, weil sie genau diese Diversifikation haben wollten. Sie wollten halt einen Mercedes und keinen Volkswagen, wie ja schon der Name sagt, oder gar einen Skoda. Jetzt wissen wir natürlich, dass auch die Konkurrenz stark aufholt. Da sehen wir eben drüben den Koreaner, den Hyundai Ioniq 5. Da gibt es so ein paar Punkte, die ich euch auch nennen kann, wo aber trotzdem ein bisschen was auf der Strecke bleibt dort, was hier toll ist und andersherum. Zum Design bildet euch eure eigene Meinung, guckt ihn euch an. Der Francesco zum Beispiel hinter der Kamera, der findet das Auto überhaupt nicht ansprechend. Liegt vielleicht auch daran, dass er halt noch keine Familie hat. Ich habe das und ich weiß, dass wenn man unbedingt Platz braucht, wenigstens hier die Auswahl hat zu sagen, okay, ich möchte aber eigentlich keinen VW oder Skoda fahren, ich möchte einen Mercedes, dann hat man hier wenigstens einen unterhalb des EQC in der Bepreisung, wo man trotzdem noch reinpasst, weil reinladen kann man ja durch diese Kastenform doch noch viel. Ja, bildet euch einfach eure eigene Meinung. Ich finde es aber schön, dass man den so gestalten kann, dass er trotzdem luxuriös aussieht mit den Felgen, mit der Line. Ich habe mich extra für diese rote Farbe hier entschieden, weil ich das einfach schön finde. Rot ist das neue Schwarz. Ne? Hier der geschlossene Kühlergrill, diese High-Performance Matrix-LED-Scheinwerfer von Mercedes und ein Frunk? Fragezeichen. Das ist immer das Thema, was ich so mit einbringe, was ich doch ziemlich interessant finde, weil man braucht ja eigentlich so den Stauraum, gerade bei einem Auto, das einen kleineren Kofferraum hat als jetzt zum Beispiel die Konkurrenz. Und da ist halt immer das Problem, ich muss euch enttäuschen, ihr seht hier halt einfach den Motor, noch nicht mal so eine Abdeckung, sondern einfach der vordere Asynchronmotor und natürlich auch so Steuerungsgeschichten dann für Thermalmanagement und so weiter. Also wir haben keine Aufbewahrungsmöglichkeit vorne. Das gibt natürlich schon einen Punkt Abzug, da muss man wirklich ehrlich sein. Aber Q4, Enyaq und ID.4 haben das auch nicht. Also eigentlich kein Punktabzug im Gegensatz zur Konkurrenz. Zum Tesla Model Y ja, weil das wiederum hat einen Frunk und einen viel größeren Kofferraum. Hier sind es übrigens 1700 und ein paar zerquetschte Liter, wenn man die Rücksitzbank umklappt. Ja, also ist schon ordentlich, wenn man will und wenn man kann, weil hinten eben keiner sitzt. Okay, das von außen, na, dann seht ihr hier diese schöne Chromdachreling, wir haben hier ein Panoramadach. Wie teuer kommt er maximal? Also, weil ich die Preise noch nicht weiß, was ich so ein bisschen so rausgehört und erfragt habe, so 70.000, 72.000 Euro werden es schon, wenn ihr den Wagen ordentlich ausstattet. Was erwartet euch dann aber innen? Das sage ich euch jetzt. Oh nein, wir haben ja was vergessen, das möchte ich euch ja nicht unterschlagen, die Anhängelast, das ist ja mitunter das Wichtigste. ID.4 und Co. bei den Allrad-Varianten haben 1400 Kilo, ja, der Volvo XC40 zum Beispiel mittlerweile sogar 1,5 Tonnen, die freigegeben sind, oder 1,8, wie viel waren das? Die freigegeben worden sind 1,8 Tonnen, glaube ich, sind es tatsächlich. Hier sind es 0 Kilo Anhängelast. Es gibt keine Anhängerkupplung optional für den EQB, weil das für die Konstruktion der dritten Sitzreihe aufgeopfert wurde. Okay, ne? Weil bringt euch ja nichts beim Enyaq und Co., wenn ihr eine Anhängerkupplung habt, aber keine Siebensitzigkeit, wenn ihr die wollt. Was ich aber komisch finde, ist, dass Mercedes nicht gesagt hat, okay, beim Fünfsitzer, den es ja optional auch gibt oder als Basis gibt, machen wir aber immerhin eine Anhängerkupplung. Den gibt es nicht. Also gar nicht, auch wenn ihr den Fünfsitzer nehmt. Und das ist natürlich für Leute, die was ziehen wollen, ein bisschen kritisch. Für mich nicht, ich ziehe nie was. Aber das ist für viele trotzdem ein wichtiges Kriterium. Kriegt man heute noch für den Aufpreis eines Mercedes eine Heraufstufung der Interieurqualität oder der Anmutung im Vergleich zu den genannten Konkurrenten? Ich sage jetzt mal ja. Aber die Konkurrenz aus Korea und Co. oder beziehungsweise aus China, nicht Korea, oder aus Asien generell, holen natürlich auch stark auf. Also die gucken auch immer mehr auf Verarbeitungsqualität und sowas. Aber der Francesco hat jetzt auch gerade gesagt, als er sich hier reingesetzt hat, ja, du setzt dich trotzdem noch in einen Benz. Auch wenn er kein großer Fan von diesem Auto hier ist. Man merkt es. Man merkt es auf jeden Fall schon. Aber so von der Materialanmutung, also auch ein Enyaq hat hier so beledert. Ein Enyaq hat auch hier unten Leder und sowas. Also es ist nicht so, dass du im EQB gar kein Plastik findest. Hier unten zum Beispiel, also da kann jetzt der Francesco nicht hinfilmen, macht aber auch nichts. So der untere Teil ab hier, also ab diesem Handgriff abwärts, ist wirklich, ja, dieses, so wie ich das bezeichne, Lieferwagenhartplastik. Schade, man hätte auch zum Beispiel die Getränkehalter hier ein bisschen,
Ja gut, hier ist ein Gummi drin, aber nicht Filz. Eine Filzverkleidung wäre halt schön gewesen. Dann haben wir hier so einen schönen Layer aus einem Material, schöne ambiente Beleuchtung. Wir wissen von Mercedes, die legen sehr viel Wert auf ambiente Beleuchtung, Sitzverstellung. Das hier fühlt sich gut an. Das hier ist Plastik. Das hier ist aber so Alcantara-mäßig. Ne? Der Dachhimmel ist aber kein Alcantara, kein Velour. Und hier ist es auch noch mit so Kunstleder bezogen, mit einer roten Ziernaht. Ähnlich wie beim ID.4 GTX letzten Endes. Und wir haben ein Augmented Reality Head-Up Display, was aber auch noch, also komplett bezogen mit diesem weichen Material, kein Plastik. Mag halt einfach kein Plastik so fürs Auge. Hier unten schleicht es, weil ich da nicht hingucke, aber wenn man die Tür aufmacht, sieht es vielleicht auch nicht so wahnsinnig rund aus. Lenkrad, sehr schön, gefällt mir wahnsinnig gut, ist wie beim EQC. Bisschen muss man sich daran gewöhnen, auch an diese Touch-Geschichte, dass man hier so swipen kann von links nach rechts rauf und runter und dann hier für das Display, ne, dass man hier rauf und runter gehen kann. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist es gut. Power, wie ist die Power? Ich bin hier auch mit dem EQA gefahren. Irgendwie habe ich bei Mercedes so das Gefühl, dass die es schaffen, alles schneller wirken zu lassen, als es tatsächlich ist. Das habe ich beim EQA schon festgestellt, der genauso schnell in der 250er-Version beschleunigt wie ein Opel Mokka, sich aber viel stärker anfühlt. Das ist hier ganz ähnlich. Ist aber auch stark, also mit 292 PS auf ID.4 GTX Niveau, wie gesagt. 6 Sekunden braucht er von 0 auf 100 und 160 km/h schafft er. Das sehe ich so ein bisschen kritisch mit der Höchstgeschwindigkeit, zumindest noch, was die gesetzliche Lage in Deutschland angeht. Wir haben hier verschiedene Rekuperationsmodi. Das finde ich ganz, ganz toll bei Mercedes, wie das gelöst wird. Denn wir haben hier auch diesen, Moment, geben wir mal Gas. Alles schon, geht schon gut, ne? Ha? Angenehm. Angenehm. Also es ist nicht dieser Brutalo-Punch, aber der drückt schon nach hinten. Ja, aber soft. Ja, erzähl mal keine Geschichten. Soft. 6 Sekunden von 0 auf 100, das ist immer noch Golf GTI Performance Niveau. Jetzt kann man jetzt nicht sagen, dass ein Golf GTI Performance langsam ist. Hier, schaut mal, das hier. Das finde ich so toll, diese Spielerei. Tesla hat eine Ampelerkennung durch Einblenden. Mercedes hat eine Augmented Reality Ampelanzeige. Das heißt, wenn man steht an der Ampel, blendet er die Ampel ein. Warum ist das gut? Naja, wenn die Sonne scheint oder wenn man zu nah ranfährt. Ich zeige euch das mal. Man hat jetzt zum Beispiel hier gebremst. Ab einem gewissen Punkt sieht man wegen der Dachlinie die Ampel nicht mehr. Also ich sehe sie jetzt nicht mehr wegen der Dachlinie, ich sehe sie aber hier. Und das ist schon ziemlich cool, auch für so Straßenschilder und sowas. Ne? Das ist schon eine ziemlich, das ist ein geiles Feature. Wie gefällt dir das? Hilfreich. Schon, gell? Das ist echt gut gemacht. Es ist die Kamera hier oben, also das ist die Kamera im Rückspiegel oder vorne am Rückspiegel. Schauen wir mal die Dynamik. Ja. Er regelt natürlich stark, Elektronik regelt natürlich stark zurück, wenn man so ein bisschen einlenkt. Dafür gibt es einen Drive Mode Selector, aber dafür ist das Auto ja eigentlich sowieso nicht gedacht. Es ist halt eher so das Familienauto. Jetzt kann man hier in den Sportmodus kippen. Gehen wir zurück in den normalen Modus, höchstens kurz Gas geben. Oh, ja. Machen wir mal hier einen Ampelstart, einfach mal kurz, um die Beschleunigung zu spüren. Wir haben die automatische Rekuperation an, zu der sage ich gleich was. Ein Kollege da vorne fährt mit Fernlicht, schau. Der muss es wissen, schau. Der hat hier... Ja, die 6 Sekunden... Hoi, der schart noch vorne mit den Hufen. Die 6 Sekunden kaufe ich dem ab. Das ist ganz gut für so Spurverengungen, wenn zwei Spuren zu einer werden und ihr auf der Einfädelspur seid, kann man sich so schön reinmogeln vorne. Also er geht schneller ab, als das, wie er aussieht. Kurz in den Sportmodus geschalten, ist schon supi. Ich resette jetzt einfach nochmal den Verbrauch und gebe jetzt keine sinnlosen Gasstöße mehr. Automatische Rekuperation, das finde ich ganz toll gelöst, wie gesagt, von Mercedes, weil man hier wählen kann über das Schaltpedal und das finde ich toll. Also wir haben jetzt hier die Schaltpedals hinter dem Lenkrad in dieser Eisenoptik und auch Haptik. So letzten Endes. Ne? Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gar keine Rekuperation, gehe vom Gas und dann gleiten wir wie mit einem Verbrenner. So, also er baut kaum die Geschwindigkeit ab. Ne? Oder im Automodus, den habe ich jetzt an. Der ist bei Mercedes wirklich sehr gut. Der ist mir beim EQA das erste Mal aufgefallen. Das heißt, wir gleiten jetzt hier bergabwärts und er bremst uns nur leicht ab, damit wir nicht allzu schnell werden, aber nicht übermäßig wie eine normale Rekuperation. Fahren wir jetzt mal hinter diesem Mini hier rein, sieht das Radar das, kann aber jetzt natürlich nicht reagieren, weil es zu schnell war. Also für solche Manöver ist das Ganze nicht geeignet. Nur dafür, dass wenn jemand vor euch fährt, da zecken wir uns mal jetzt wieder hinter den anderen ein. Boah, das Lenken, boah, das war jetzt, boah. Also Wendigkeit ist nicht die Paradedisziplin des EQB. Jetzt fahren wir mal hier so runter, ne?
fahren denen hinterher. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, der Vordermann ist dieser Audi A3. Und ich gebe jetzt mal Gas und die automatische Rekuperation bremst mich ab. Schaut, zack, wir fahren dem nicht auf. Er bremst ab, um einzufädeln, und wir fahren ihm nicht auf. Das macht alles die automatische Rekuperation, und die funktioniert wirklich einwandfrei. Totwinkelwarner ist klar. Fädeln wir jetzt auch ein. Funktioniert sehr gut. Also ich kann das schon echt fast empfehlen. Wenn ich aber trotzdem selber fahren will, kann ich auf der Landstraße auf Plus machen. Dann gleitet er. Und wenn eine Kreuzung kommt, ich bin so ein Mensch, der so gerne spontan die Rekuperation einstellt und sagt, okay, da kommt eine Kreuzung, da macht es jetzt Sinn zu rekuperieren oder bremsen über die Motorbremse, weil eine rote Ampel kommt, dann ziehe ich halt in den höchsten Modus mit der Minusschaltwippe und rekuperiere jetzt auch. Also wenn ihr auf den Tacho guckt, dann seht ihr das. Zack. Ne? So, rekuperiert er runter, aber nicht bis zum Stillstand. Ne? Das macht er jetzt zum Beispiel nicht. Das finde ich also gut. Die Federung ist auch ziemlich gut. Wir haben hier natürlich kein Luftfahrwerk, das hat ja selbst der EQC nicht. Aber die Federung ist angenehm, ich habe eine gute Übersicht, alles tippitoppi. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, den Mercedes einfach tatsächlich besser kann, während jetzt zum Beispiel die Koreaner etwas anderes besser können. Ihr müsst euch entscheiden in der Elektromobilität, dafür mache ich diese Videos, was ist für eure Individualität wichtig. Also wenn ich jetzt eine Sache sage, hier ist wieder die automatische Rekuperation gut, vorne geht es langsam voran, zack, wir bremsen ab, aber ich muss nachbremsen. Das wäre jetzt unschön ausgegangen, wenn ich mich nur darauf verlasse. Ihr müsst abwägen für euch, was von dem, was ich sage, ist für euch wichtig oder unwichtig. Man kann nicht alles haben. Also ein Elektroauto, das in 18 Minuten von 10% auf 80% lädt, das gibt es momentan nur bei Kia und bei Hyundai mit dem IONIQ 5 und dem EV6. Das geht hier nicht. Wir fahren noch an die Ladesäule, aber es geht hier nicht. Dafür haben wir hier halt aber ein wirklich ausgereiftes System. Oft in den Kommentaren sagt ihr das und ich bestätige das nur, momentan ist das MBUX federführend in Sachen Konnektivität, Darstellung, Usability, also User Experience, diese Benutzererfahrung. Also allein schon die Grafik. So, wenn wir das jetzt zum Beispiel mit einem IONIQ 5 vergleichen, diese Schwarz-Weiß-Kacheln, so TomTom-like, oder auch gar mit einem ID4, also Hause VW, oder mit dem MMI von Audi, haben wir hier halt trotzdem einfach, das sieht anders aus. Und ich begrüße halt auch hier immer diese Anzeigen, dass wir sehen spontan, was ich bei vielen vermisse. Es ist kein Must-Have, aber für mich schon, zu sehen, was geht hier ab. Zum Beispiel spontan, hey, Bock, okay, ich muss, lass uns da lang fahren, voller beschissener Verkehr. Dann ist mein Termin hier, dann kann ich hier aber parken, ich habe meinen E-Scooter dabei, ich nutze spontan also diese Ladesäule. Macht das aber Sinn? Bei anderen muss ich dann draufklicken, gucken, Info. Nein, ich sehe hier schon mal, es sind ein von zwei verfügbar. Und wenn ich dann es genauer wissen will, gehe ich drauf, so, sehe hier dann, was das ist, EMBW Kocherstraße, was kann das, maximal 22 kW. So, ich sehe hier sogar Ladetarif 48 Cent die Kilowattstunde, hier steht Kosten bis 100, hey, ist das nicht geil, Fra? Das ist das All-Inclusive-Paket an Informationen. Das ist geil, oder? Ja. Klang jetzt sehr auswendig gelernt von dir, aber das war es nicht. Das ist wirklich, wirklich so Öffnungszeiten, weil es kann ja auch mal ein Baumarkt sein, wo da eine Schranke davor ist. Hier, das ist geil. Wonach passt er das an? Ich vermute mal, er passt das nach dem Ladetarif bei NBW an. Ich weiß es nicht, weil da sind es ja für AC-Laden 39 Cent die Kilowattstunde. Ich weiß nicht, das geht nach Mercedes Mi. Da gibt es ja dieses Mi Charge, diese Karte, womit man überall laden kann, und da kostet es 48 Cent die Kilowattstunde. Ist natürlich sehr teuer für AC-Laden. Da würde ich euch zum Beispiel generell NBW empfehlen. Mobility Plus Karte kostet zum Beispiel dann 39 Cent die Kilowattstunde. Ne? Das ist top. Das ist wirklich sehr, sehr gut, diese Spontane. Ich sehe das spontan. Wie ist so die Reaktionszeit? Hackelt. Also es hat es aber auch beim EQS. Das habt ihr wirklich angekreidet. Ich bin dafür, glaube ich, auch keine Referenz. Wenn man reinzoomt, schaut das so aus. Aber wenn es dann... Es sieht einfach diese Logos, alles farbig, alles hier, dieses Gebäude. Das spricht mich einfach mehr an als... irgendwie, keine Ahnung, bei VW oder Hyundai gar, den ich ja jetzt momentan so nutze. Da kotze ich ehrlich gesagt so ein bisschen über die Kartendarstellung ab, weil es halt überhaupt nicht up to date ist. So. Sprachwahl, das ist natürlich auch so eine Sache. Routenplanung, genial. Machen wir das mal. Wir wollen doch die Zeit stoppen. Das machen wir jetzt mal. Dafür bleibe ich stehen und stoppe mit dem Handy die Zeit, wie lange eigentlich braucht, um die Adresse schlechthin, diese hier, aufzubauen. Okay, wir stoppen ab dem Zeitpunkt, wo er die Adresse gefunden hat, so wie ich das immer mache. Hey Mercedes. Ja, bitte. Navigiere mich nach Ambulham 1, Jever.
Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo? Ich zeige dir den Weg. Super schnell gefunden, auf jeden Fall. Paff. Und wir könnten losfahren, weil er hat jetzt die Route 6,6 Sekunden. Wir haben jetzt die Route drin. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Routenplanung für so eine Strecke. Aber die Routenplanung, die können wir ja theoretisch auch dann noch abrufen, nachdem wir losgefahren sind. Das ist ein guter Einwand, den Francesco gebracht hat. Wir müssen also nicht die Zeit komplett stoppen, sondern wir haben ja nach 6,6 Sekunden gesehen, wo wir lang müssen. Und dann können wir uns natürlich die Routenplanung angucken, die natürlich auch eines der Aushängeschilder des MBUX ist. Die dauert ein bisschen, aber man kann ja währenddessen fahren. Das machen wir jetzt auch mal. Er plant ja jetzt noch. Ich muss nur raus aus dieser Parklücke. Um einfach mal zu simulieren, okay, wir sind jetzt nach den 6,6 Sekunden losgefahren. Electric Intelligence Route wird berechnet. Und das macht er jetzt. Das dauert natürlich, aber das dauert auch deswegen, weil er mehr Parameter mit einbezieht, als das vielleicht andere Autos machen würden. Denn bei Mercedes haben wir drin, jetzt ist er fertig, schaut euch das mal an. So schaut das Ganze aus. Wir haben hier eine Übersicht, wo wir überhaupt, also auf welcher Höhe wir stehen bleiben. Luxemburg, Köln, Amsterdam, also so auf der Höhe, nicht in den Ländern, aber auf der Höhe. Und da sehen wir hier jetzt zum Beispiel die Stops inklusive der Ladezeiten. Also wir haben drei Stops für jeweils anderthalb Stunden insgesamt, so quasi. Und das zeigt er hier an. Er bezieht Topografie mit ein, er bezieht aber auch die Temperatur mit ein. Das ist krass, weil wenn mal eine Route über zwei verschiedene Orte führt oder Länder, wo die eine kalt ist und die andere warm, nimmt er immer die wärmere Route, damit auch die Reichweite besser genutzt werden kann. Das ist einfach richtig geil. Und dann kommen wir zu Filtern. Hier seht ihr schon oben im Eck 10%, 38%. Da kann man tatsächlich unfassbar geil filtern. Hierfür bleibe ich wieder mal kurz stehen, um einfach mal aufzuzeigen, was damit gemeint ist. Filter ist immer der Punkt, den ich so sage, dass man das braucht. Hier das Zahnrädchen. So, dann gehen wir mal hier auf Erweitert. Und hier könnt ihr nämlich gucken, Route. Bei Route, genau, bei Ladestationen, wie viel ihr am Ziel an State of Charge haben möchtet. Selbiges gilt dann für die Ladestation, weil andere Autos interpretieren das irgendwie und haben halt einen Puffer und navigieren euch mit 20 oder 15% an die Säule. Ich möchte aber so leer wie möglich fahren, um so viel wie möglich von der Reichweite zu nutzen, um so gut wie möglich die Akku-Ladeleistung zu nutzen. Und wenn ich am Hotel eine Lademöglichkeit habe, sehe ich keinen Sinn darin, mit mehr als 10% anzukommen und kann umso weniger unterwegs laden. Wenn wir diese Werte verschieben, dann ist die Routenberechnung auch ganz anders. Und wir können auch nach Anbietern machen, also Mercedes Me Charge oder gleich alle. Alle macht natürlich mehr Sinn. So, und dann haben wir das halt einfach drin und das ist eine geile Sache. Was aber hier nicht geht, leider, wie bei Mercedes EQS, ist das Filtern nach Ladepower. Das wäre noch geil. Zu sagen, alles ab 100 kW, weil der Wagen kann ja 100 kW. Aber hier sehen wir alles, das ist top, also das ist geil. Beim EQS kannst du natürlich auch noch in so einer großen Skala durch den Hyperscreen beobachten, welche Stops, wie und so, das musst du hier separat aufrufen. Aber an und für sich ist das für mich momentan so, dieses MBUX, das Beste, was es halt so gibt in Sachen Ladeplanung und Darstellung. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Aber dafür stehst du halt viel länger an der Ladesäule als mit einem Ioniq oder mit einem Kia EV6. Das meinte ich mit, du kannst nicht alles haben. Hier haben wir so ein bisschen, na, das ist unschön, dieses Plastik. I don't like Mercedes, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Klassische Aufbewahrungsmöglichkeit, große Box. Hier vorne haben wir diese Touchfläche. Da muss ich ein Lob aussprechen, denn die haben diese Bedienung viel besser gemacht, weil geht man hier auf den Home-Button, dann erscheint oben im Display quasi das Hauptmenü und man kann ja durch Wischen auf dieser Touchfläche links und rechts gehen. Und früher war das oft so, dass er zwei überspringt. Jetzt hat man das so eingestellt, dass man, ja doch, jetzt ist er wieder doch, nee, ich ziehe das Lob gleich mal wieder zurück. Was ich auch geil finde und was mich stört, ist, dass er immer wieder wenn die Parksensoren angehen, schaltet er immer die Rückfahrkamera an. Was ich aber top finde, schaut euch das mal an. Man geht auf das EQ-Menü. Hast du mich drauf gehabt? Auf dich? Ja? Ja. Okay. Man hat hier das EQ-Menü und kann hier zum Beispiel draufgehen. Hier seht ihr, die Abfahrzeiten sind programmierbar. Man kann auch mit dem Schlüssel den Wagen dann, also die Klimatisierung aktivieren. Hier sehen wir es, bis wie viel er lädt. Das kann man auch eingeben. Und Verbrauch sehen wir hier zum Beispiel. Wie viel haben wir mit diesen 28,4 Kilowattstunden, die wirklich sau viel sind, aber nicht lang gefahren leider. 5 Kilometer sind wir gefahren, innerstädtisch. Wie viel davon geht fürs Fahren auf? Wie viel für Heizen und für sonstige Verbraucher? Das heißt, Heizen, das, was wir hier machen, damit wir uns wohlfühlen,
Öl verbraucht 1%. Das ist also eigentlich gar nichts. Letzten Endes geht es nur ums Fahren. Das ist eigentlich ziemlich cool. Energiefluss gibt es hier noch, Fahrzeug. Also das MBUX hat einfach wirklich Hülle und Fülle an Informationen. Das finde ich wirklich top, weil man sich hier wirklich austoben kann, wer so technische Software-Spielereien einfach mag. Das Einzige so als Minuspunkt nach wie vor, das Navi, also die Bedienung, das reagiert schnell, auch das Wischen, er wechselt die Menüs schnell. Aber hier, wenn ich zurückgehe zur Navigation, ist tatsächlich so die Bedienung, das hier, das ruckelt schon krass. Ne? Also wenn ich jetzt diese Parkbank hier angucken will, das dauert mir alles ein bisschen zu lang. So, ne? Das ist nicht gut, das ist Fail. Das müsst ihr machen, Mercedes. VW hat es aber auch gemacht, die können jetzt am Bullham 1 Jever, haben es extra wegen dieser Adresse, haben sie sich da Mühe gegeben. Mercedes kann das auch an und für sich wirklich ein Top-Auto, so für die Family, eigentlich ziemlich geil. Wenn man sich mit der Form anfreunden kann und mit der Tatsache, dass der Verbrauch jetzt nicht so geil ist. Aber wir gucken noch schnell auf die Autobahn und dann kommen wir schon zum Fazit. Stopp, kurzer Einwurf. Francesco meinte, mir sei ein Fehler unterlaufen beim Stoppen der Zeit für die Routenberechnung, weil man ab dem Zeitpunkt, nachdem man es diktiert hat, stoppen muss, nicht erst, wenn man es auswählt. Okay, hey Mercedes. Ja, bitte. Navigiere mich nach Am Bullham 1, Jever. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Ich zeige dir den Weg. Ist fertig. 12 Sekunden, immer noch super schnell. Also immer noch super schnell. Ne? Also zwischen Finden und Routenberechnung vergehen dann 6 Sekunden. So viel dazu. So, ab auf die Autobahn. Machen wir es kurz und knackig. Das ist mir schon beim EQA sehr gut aufgefallen. Autobahn ist einfach eine runde Sache mit Mercedes. Es ist unaufgeregt. Die Assistenzsysteme sind sehr gut. Alles funktioniert einwandfrei. Abstand zum Vordermann. Ich setze jetzt mal den Blinker, weil ich raus will und es wird beschleunigt. Damit, ja, jetzt zögert er ein bisschen. Jetzt haben wir ein A2 im Rückspiegel ein bisschen aufgehalten. Das könnte schneller gehen. Das finde ich schade. Aber ansonsten auch die Lenkassistenz ist sehr, sehr gut. Also er nimmt die Kurven gut. Das ist unaufgeregt. Der Wagen ist schön ruhig. Wir fahren 130 km/h. Er federt sehr gut. Also wenn man jetzt fragt, merkt man einen Unterschied im Fahrgefühl zu einem ID4? Ja, ein bisschen schon. Will man aber natürlich auch für den Aufpreis. Ganz klare Sache. Ne? Jetzt blinke ich zum Beispiel mal rüber. Das ist immer so ein Punkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel drüben, ich lasse jetzt schon den Lenker los und nimmt er die Spur? Ja, er hat sie genommen. Ich habe die Hand die ganze Zeit nicht am Lenkrad. Er hat sie also genommen. Das ist auch sehr gut gemacht. Jetzt bremst er uns ab, weil er weiß, dass da vorne ein 80er-Schild kommt. Was aber nicht stimmt, es ist ein 120er. Das wird er auch direkt gleich adaptieren. Er hat nämlich natürlich dieses System, welches ja 120, jetzt beschleunigt er uns wieder hoch, weil er das gemerkt hat. Also er liest auch die elektronischen Schilder. Das ist gut, man kann den Tempomaten auch überstimmen. Mit 5, 10 oder 30 km/h, wie ihr gerade lustig seid, auf eigene Verantwortung. Fährt sich gut, ist schon wirklich eine angenehme Angelegenheit. Jetzt ziehen wir hier noch hinter diesem Polo rein und gucken uns mal an, wie wir abbremsen, weil wir sind schneller. Ja, geht. Ja, war angenehm. Jetzt blinken wir wieder, um rauszufahren. Toter Winkel. Ja, das ist tot. Das ist eine tote Sache. Das ist das Rausbeschleunigen wieder. Das ist zäh. Da sollte das Auto schneller reagieren durch den gesetzten Impuls mit dem Blinker. Hey, er will überholen, ich muss Gas geben. Von hinten kommt Verkehr. Aber jetzt auch mit gelber Spurmarkierung statt weißer funktioniert das einwandfrei. Er hält uns super in der Spur, schön mittig, unaufgeregt, kein Hickhack, kein gar nichts. Das ist einfach eine schöne runde Sache. Nochmal den Blinker. Ich lasse jetzt den Lenker los. Jetzt will er uns zurückziehen. Jetzt, Moment, es hat er selber korrigiert, Leute. Hast du es gemerkt, Francesco? Er hat es korrigiert, er wusste nicht und dann hat er uns jetzt reinkorrigiert in die gelbe Spurmarkierung, weil er weiß, die weiße zählt nicht. Das ist wirklich sehr gut. Das ist echt sehr gut. Ja, mehr gibt es eigentlich ja gar nicht zu sagen. Außer vielleicht, dass die Displays sehr klein sind. Das muss ich doch ankreiden. Francesco meinte, sag das bitte unbedingt dazu. Ist ja fast so klein wie mein Handy. Stimmt. Wie beim EQC schon, man hat hier aus der A-Klasse die Displays übernommen. Das finde ich schade in dieser Preisklasse, wo man Richtung 70.000 Euro steuert, dass man da kein größeres Display haben kann. Das ist schon wirklich schade. Das sind so Leute, kennt ihr die? Ihr wollt raus, damit ihr dem auf der rechten Spur nicht auffahrt, die einfädeln und ums Verrecken fährt er nicht auf die linke Spur, damit ihr euch vorbeilässt. Richtig ekelhafte Menschen. Ach ja, und noch so eine kleine Sache, bevor wir zum Verbrauch kommen, den ich gerade ermittle. Ich finde es super, dass man hier durch Klacken richtig schön regeln kann, dass man im Zehnerschritt geht. Hört mal. Also ich kann im Zehnerschritt
merke ich das, und wenn ich nur leicht drücke, ist es im Einserschritt. Das vermisse ich bei einigen Autos, bei VW zum Beispiel, wo ich dann gar nicht weiß, hä, wie, warum springt der jetzt im 10er-Schritt, wie geht es jetzt im 1er-Schritt. Das ist angenehm. Auch hier, dass man hier so einen Kippschalter einfach auch für den Abstand zum Vordermann hat. Das finde ich wirklich sehr gut. Die Bedienbarkeit, die User Experience, wie ich das ja gerne nenne, ist wirklich sehr gut in diesem Auto. So, wir sind beim Thema Verbrauch. 30 Kilometer in die eine Richtung gefahren, 30 in die andere zurück. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 120 km/h, also Tempomat 130 die ganze Zeit. Und wir hatten auf dem Weg hierher 21 Kilowattstunden und jetzt haben wir 27,5 Kilowattstunden in die andere Richtung. Wenn wir den Mittelwert nehmen, sind das ganz genau 24 Kilowattstunden im Mittelwert bei 130 km/h Tempomat. Das ist gar nicht schlecht für diese Karosserieform und ist fast auf dem Level eines ID.4, der aber wesentlich aerodynamischer ist, weil wir haben ja doch einen schönen großen Kasten letzten Endes. Und deswegen finde ich diesen Verbrauch, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht. Und wie weit kommen wir damit rein? Rechnerisch teilen wir die 66 durch 24. Da kommen wir raus bei 275 Kilometern. Das sind bei dieser Geschwindigkeit 50 Kilometer weniger als beim ID.4 oder ID.3 und Konsorten oder Enyaq. Warum? Ganz genau eben, wie ich es angesprochen hatte, wegen des 11 Kilowattstunden kleineren Akkus. Das heißt, hätte er genauso einen großen Akku, würde er auch genauso weit kommen. Der Verbrauch ist also break-even und das bei 11 Grad, 8 Grad, was wir hier so hatten. Also eigentlich ein ganz okayer Wert. Jetzt kommt es nur noch darauf an, was er an der Ladesäule fabrizieren kann. Ladesäule mit dem EQB. Genau hier war ich vor knapp 8 Monaten mit dem EQA. Selbe Akkugröße, selbe Akku, letztendlich Technik und auch Thermalmanagement. Zwischen ID.4, der zufällig hinter uns steht, und dem EQB, sieht man jetzt auch so schön von den Dimensionen, ist ungefähr so das Gleiche, ist interessant zu wissen. Wer sich auskennt, weiß, der ID.4 hat mehr Ladeleistung, heißt aber nicht automatisch, dass er auch schneller lädt. Denn wir haben hier 100 kW Ladeleistung und 125 sind es beim ID.4. Aber das Plateau ist hier stabiler. Das heißt, der EQB kann genauso wie der ID.4 in 31 Minuten 50 Kilowattstunden nachladen. Und das ist, was zählt und was man dann mit dieser nachgeladenen Energie anfängt, nämlich die Effizienz auf der Autobahn. Und da ist er so ziemlich haargenau gleich wie der ID.4. Das heißt, ihr könnt unterm Strich genauso dasselbe Profil fahren, nur die erste Fahrt. Und die 80% dann natürlich sind nicht so lang, die Strecke, weil er halt einen 11 Kilowattstunden kleineren Akku hat. Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe, warum man es Mercedes so macht und nicht ein bisschen besser auf die Konkurrenz eingeht. A la Enyaq, Q4, ID.4 und natürlich auch Tesla Model Y. Und hinzuzufügen ist natürlich auch noch fairnesshalber, dass beim ID.4 und ID.5 jetzt ein Update kommt mit der Software 3.0, wo das Fahrzeug in der Nicht-GTX-Variante jetzt anstatt 37 Minuten nur noch 29 Minuten bis 80% braucht und damit natürlich plötzlich schneller sein wird als der EQB. Schade, wirklich schade auf jeden Fall. Aber er macht eine gute Figur an der Ladesäule und letzten Endes für die Masse wird es tauglich sein, aber je mehr lange Strecken ihr fahrt, desto weniger kann ich euch natürlich dieses Auto empfehlen, gerade im Vergleich zu Enyaq Q4 und ID.4, weil halt eben der Akku kleiner ist. Gut Leute, also wer kauft sich denn nun dieses Auto? Man könnte ja sagen, kauft sich doch keiner, wenn man den ID.4 günstiger kriegt, der auch noch weiter kommt wegen des größeren Akkus, zwar nicht wegen der Effizienz, aber wegen des größeren Akkus. Naja, also er ist zwar nicht vorne mit dabei in den Zulassungen der EQA, jetzt mal um ein Pendant zu ziehen, aber trotzdem wird er gut verkauft. Also der e-Niro, der zum Beispiel effizienter ist, der wird zum Beispiel nicht so gut verkauft wie der EQA, obwohl der EQA viel teurer ist. Also es gibt Menschen, die den kaufen, wie zum Beispiel Carmaniac-Zuschauer Josko, der mir Mails geschrieben hat, der hat einen EQS bestellt und einen EQA 350 gerade erst abgeholt für seine Frau. Die sind super zufrieden mit dem Auto und der hat sich ja auch keinen ID.4 oder Enyaq geholt. Aber ich muss natürlich ganz ehrlich sein, auf der einen Seite fahre ich persönlich natürlich lieber einen Mercedes als einen Skoda oder einen VW. Ist halt so. Ist natürlich auch viel Markenpsychologie, psychologische Manipulation, die widerfahren ist in den letzten Jahrzehnten. Trotzdem sitze ich lieber in einem Mercedes. Einfach so, ich sehe auch lieber einen Mercedes so vor meinem Haus, als jetzt einen Skoda oder einen VW. Aber, um das jetzt mal mit den Worten eines großen YouTubers zu sagen, dieses Aber, auf die Langstrecke macht halt eben halt ein Enyaq zum Beispiel echt mehr Sinn. Da ist das Interieur auch wunderschön. Anders, aber wunderschön.
überall beledert, mit braunem Leder wahlweise. Du hast mehr Kofferraum, du hast mehr Beinfreiheit, du hast mehr Akku, er ist genauso effizient und mit dem Update lädt er dann auch noch schneller, genauso wie halt eben die ID-Brüder. Und da muss man natürlich dann schon fragen, okay, hier lege ich jetzt halt 62.000 für einen voll ausgestatteten, voll geprügelten oder 65.000 Enyaq hin als RS-Variante, auch mit 300 PS, die dann kommt, oder zahle ich halt 70.000 oder 72 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr voll ausgestattet für so einen EQB. Ich kann euch das nicht mit dem EQB beantworten, weil so eine Emotionskiste ist es nicht, als dass ich sagen würde, ja klar, ein SL63 AMG, den neuen, geil, selbst wenn er 200.000 Euro kostet, weil das Auto verkörpert so viel Emotion, da gebe ich dann lieber mehr aus, als für ein Pendant, das irgendwie von einer günstigeren Marke ist, aber dieselben Parameter bietet, aber es ist halt ein SL63 AMG. Das hier ist halt nicht so diese Emotionskiste und deswegen geht die Vernunft schon Richtung der VAG-Fahrzeuge, wie zum Beispiel dem Enyaq. ID4, ich weiß nicht, da gefällt mir der schon fast besser, ich weiß es nicht, es ist so schwer. Was sagst du? Zwischen Mercedes-Benz und Enyaq? Ja. Enyaq. Und ID4? Enyaq. Nein, ID4 oder den? Also ich sehe schon, bei dir schwingt auch mit, dass es ein Mercedes ist, ne? Ja, aber extra viel. Nein, die Extras kosten extra viel. Die Extras kosten extra viel. Gut, aber du hast, um die positiven Sachen hervorzuheben, natürlich das beste System an Bord, was Routenplanung und so Parameter angeht. Das ist halt eben das MBUX. Auch in der User Experience, in der grafischen Darstellung. Das Fahren merkt man schon einen Unterschied zu Enyaq und VW. So ein kleines bisschen so dieser Fahrkomfort, oder? Merkt man schon so ein bisschen. Der Antritt ist vehementer, obwohl weniger PS. Drückt der ein bisschen heftiger als die anderen. Er wiegt 2,1 Tonnen und bietet halt 7 Sitze. Wer das will, ist natürlich sowieso nur hiermit bedient oder optional mit dem Tesla Model Y. Da kriegt man halt aber auch ein Tesla Model Y Performance mit über 500 PS für viel weniger, für knapp weniger Geld als den hier. Also es ist halt, der Preis spielt so ein bisschen kontra und der kleine verbaute Akku, wo ich einfach nicht weiß nach wie vor, warum Mercedes das so macht. Der Akku ist der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich so hin und her dingsele, weil die Effizienz ist ja die gleiche, so wie bei den anderen. Ne? So viel dazu. Ladegeschwindigkeit ist passabel, aber nicht weltbewegend, gerade wenn dann das Update bei den anderen kommt. Diese Ampel Augmented Reality Sache finde ich geil. Die Augmented Reality Einblendungen finde ich besser als bei VW und Skoda, weil die über das Hauptdisplay kommen und irgendwie viel schöner und wertiger aussehen. In meinen Augen, die Displays sind aber auch sehr klein. Optional gibt es nichts Größeres. Hätte ich Bock drauf für 72.000, dass ich was Größeres reinkonfiguriere. Und so groß ist er dann auch nicht, wie er eigentlich deklariert zu sein mit den 7 Sitzen. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Vielleicht ist da doch der EQC der bessere Partner. Aber der lädt auch nicht so schnell. Boah, das ist echt schwierig. Also mit dem EQS hat Mercedes schon krass was rausgehauen. Mit dem ist es halt so eine Sache. Ne? Weiß nicht, EQA vielleicht, der ist günstiger, aber auch nur 2.000 Euro. Ihr seht schon, ich bin echt hin und her gerissen und ich müsste es mehr sacken lassen einfach. Hier, der IONIQ 5, der lädt halt einfach mal brutal viel schneller, hat halt aber ein beschissenes Infotainment-System. Also man muss, es ist so sehr individuell auf euch zugeschnitten, dass ihr einfach genau dieses Video gucken, extrahieren müsst und dann sagen, okay, das und das und das ist mir persönlich wichtig. So viel zum EQB in der 350er-Variante. Es geht natürlich auch günstiger, wenn ihr den 300er nehmt. Es soll dann auch noch die Front-Antriebsvariante kommen, für die, die noch ein bisschen weniger Geld ausgeben wollen. Ihr könnt alles auch nochmal im T&E-Magazin auf temagazin.de nachlesen, wo ich ja auch nochmal alles in Schriftform zusammenfasse. Wenn ihr bei der Arbeit keine Videos gucken dürft, sondern heimlich lesen wollt, könnt ihr das machen, auch mit Bildern und sowas. Guckt es euch an und dann freue ich mich, dass ihr mit dabei wart hier im Center of Excellence mit dem Mercedes EQB. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so sein sollte. Und vergesst nicht, der Online-Shop kommt bald und dann kommen die Hoodies, die Cappies, Keyfinder und ich habe noch viele andere coole Sachen für euch. Also dranbleiben lohnt sich.